Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo in Form eines Vlog-Videos. Und jetzt lass mich mal rechnen, das letzte Mal, als ich ein Vlog gemacht habe, das ist so locker schon ein halbes Jahr her, also ordentlich Zeit ist vergangen. Und auch ordentlich Zeit, seit ich generell das letzte Mal ein Video gemacht habe. Das waren auch 2, 3 Wochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es haben sich so viele Informationen wieder angestaucht. Und es ist einfach Zeit für ein Infovideo. Kurz zu Beginn will ich eigentlich nur sagen, das war nämlich beim letzten Infovideo, da habe ich mich nochmal dran erinnert, dass es gab irgendwie, das ist zwar schon lange her, aber ich will es einfach kurz sagen, dass es gab eben viel Kritik eigentlich an der Tatsache einfach, wie das Licht halt irgendwie so ist, dass es irgendwie alles so unprofessionell wirkt und einfach, sag ich mal, schlecht. Und mein Gott, wer mich länger abonniert kennt, der weiß, ich leg auf Professionalität einfach überhaupt nicht den größten Wert. Und ja, ich persönlich, wenn ich einfach ein Infovideo mache, da will ich einfach, dass die Leute mich mir zuhören. Ich meine, ich natürlich und gleichzeitig nutze ich noch die Möglichkeit, dass ich das eben mit einer Kamera, dass ihr mich sehen könnt. Aber größtenteils sollt ihr mir eigentlich nur zuhören, damit ich euch Informationen weitergeben soll. Könnt auch in einen neuen Tab gehen oder was weiß ich. Also das Wichtigste ist, dass ihr mich hört. Und also, das ist natürlich nur deren Meinung, aber ich bin nicht so darauf klargekommen, einfach, dass die ganze Kritik, die da kam. Also, wollte ich nur mal so gesagt haben. So, nächstes Thema ist natürlich, ich bin in der Oberstufe seit längerer Zeit und es ist schon relativ hart geworden. Also, Dienstag ist das perfekte Beispiel. Ich hatte von frühmorgens bis abends kurz vor 7 oder was straight einfach Schule, natürlich mit ein paar Pausen dazwischen, aber durchgehend Schule und danach noch Hausaufgaben. Mein ganzer Tag war voller Schule einfach. Das war, boah, es war stressig wie sonst was. Ich habe eine Mathe-Klausur noch diese Woche geschrieben, durchgehend Hausaufgaben und dann noch die Freizeitaktivitäten dazwischen. Da geht wenig bis gar nichts mehr mit YouTube und so. Also wollte ich mal gesagt haben, der Hauptgrund für 2 oder 3 Wochen, weiß jetzt nicht genau, keine Videos. Nebenbei spackt auch noch das Internet so wunderschön, sodass gerade mal so ein 20 Minuten Minecraft-Video, also ein Big-Part, einfach mega viele Stunden, also ein HD-Part, zum Hochladen braucht, was echt ordentlich kritisch ist. Bockt nicht so. Ja, also, und Wochenende, wie jetzt zum Beispiel, verbringe ich mit Freunden oder bin am Abend da auf, was weiß ich, ein Geburtstag wie gestern, also da ist auch eigentlich, das ist dann für Freunde reserviert. Natürlich komme ich so zum Videos schauen, aber ja, ich hab's vermutet, dass es weniger Zeit natürlich wird zum YouTube-Videos machen. Ich kann es durchaus machen, aber deutlich weniger Zeit eben vorhanden. Also hoffe ich, könnt euch darauf einstellen. Ja. Und dann wollte ich noch was zu Big sagen, denn ich habe eigentlich, glaube ich, vor einer Woche angefangen, so einen neuen Big Part, habe ich kurz Zeit mir gefunden, da einen anzufangen und aufzunehmen. Aber bisher einfach keine Zeit dazu gefunden, ihn weiterzumachen. Also stellt euch darauf an, demnächst wird irgendwann mal wieder einer kommen. Aber das Ding ist eben, da ist verdammt viel mit Offscreen und so dabei, spielen. Und dazu muss erstmal die Zeit zum Spielen und dann noch die Zeit zum Aufnehmen finden. Also stellt euch darauf an, demnächst kommt vielleicht wahrscheinlich irgendein Part. Wann kann ich überhaupt nicht sagen, erst recht wegen dieser eklig langen Upload-Zeit, müsst ihr. Ja, die Karte ist gerade vollgegangen und deswegen ist mir da übrigens aufgefallen, dass es diese Gesichtshälfte zu dunkel war. Und deswegen habe ich nochmal das Licht angemacht. Und muss mich erinnern, wo ich gerade war. Ich glaube, ich war bei Big. Und dass ich generell, ich habe auch mehr Spaß jetzt am Offscreen-Spielen. Muss man auch sagen, das ist auch eigentlich ein Grund. Das heißt, vielleicht sehen das Leute negativ, vielleicht auch positiv, dass sich Big vielleicht mehr zu so einer Art World-Tour-Dings entwickeln wird. Natürlich werde ich zwischendurch noch da auch beim Kameradings was spielen. Aber eben, das mache ich wegen mir selber, einfach mehr zu einer World-Tour-Sache.
Stellt euch darauf ein. Und generell, ich kann da überhaupt nicht für häufig Parts garantieren. Ganz und gar nicht eigentlich. So, ein weiteres Thema war noch, zwischendurch hat ja irgendwie Microsoft Mojang aufgekauft für 2,5 Milliarden. Ordentlich viel Geld. Und ja, gleich alle Leute kommen erstmal mit, ja, Gott, Microsoft und Minecraft zerstören, die werden ein komplett neues Spiel machen. Aber zwei Tage später waren dann auch alle wieder ruhig so. Also, keine Ahnung, das war, ich habe mir da einfach so gedacht, so, keine Ahnung, Microsoft hat bis jetzt noch nichts wirklich Neues oder Krankes an dem Spiel verändert. Gar nichts eigentlich. Also warten, bevor man wirklich irgendwas sagt, kann man erstmal abwarten. Natürlich gibt's kann man immer Vorurteile so nennen, aber man kann erstmal abwarten, was überhaupt passiert. Die meisten Mojang-Mitarbeiter, Jeb Dinnerborn, sind da geblieben. Das Verhalten zwischen Community und den Entwicklern wird immer noch bleiben. So gut. Snapshots wird es, glaube ich, auch noch geben und sowas. Und Updates ja eigentlich, glaube ich, auch. Das Einzige, was vielleicht wahrscheinlich geändert wird, ist natürlich, Minecraft wird deutlich mehr ins Marketing einsteigen, denke ich jetzt einfach mal so, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Davon haben ja die Spieler nichts wirklich Schlechtes von, würde ich sagen. Und ansonsten, ich glaube, Notch ist jetzt offiziell weg, glaube ich, ja. Hat nochmal ordentlich Kohle gemacht und ist jetzt weg vom Haus. Also, ich habe da jetzt keine mega krasse Meinung eigentlich dazu. Ich denke mir halt so, ja, mal schauen, was kommt. Aber es kann auch was Gutes an sich haben. Wir können jetzt in zwei Spiels, habe ich gehört, natürlich können jetzt Microsoft, die haben ordentlich Leute, die könnten jetzt einfach ein Bugfix-Team nur für Minecraft zusammenstellen, die Bugs halt fixen zum Beispiel. Oder all sowas. Also wartet erstmal ab, es kann auch positive Aspekte haben. Vielleicht kommt ja auch was Negatives, aber solange nichts kommt, ist alles gut. Obwohl, natürlich wollen wir Updates haben, aber egal. Naja, ich sehe also gerade nicht da wirklich mega dran, so zu kritisieren. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und zum Schluss habe ich eigentlich nur noch was zu zelebrieren. Und zwar ist mir zwischendurch einfach letztens aufgefallen, ich habe die 300-Abonnenten-Marke geknackt. Das ist ziemlich cool, ist mir aber nur nebenbei so aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass schon ziemlich viele Abonnenten eigentlich in letzter Zeit dazugekommen sind, was natürlich nice ist, also exponentiell steigend. Und dazu wollte ich auch noch was sagen. Und wobei, erstmal sage ich auch noch, ich bin kurz davor, auch die 100.000-Klick-Marke zu überdingsen. Ich habe gesehen, dass Mr. DJ Clear wohl die 1-Million-Klick-Marke getoppt hat. Gratulation da natürlich. Bei mir sind es jetzt bald die 100.000 Klicks. Da hat auch Gobble letztens dazu gesagt, wohl, dass eigentlich das Verhältnis von Abonnenten zu Klicks eigentlich nicht, überhaupt nicht so krass sein dürfte wie bei mir, aber bei Mr. DJ Clear ist ja das gleiche. Also, keine Ahnung, aber das ist natürlich auch ziemlich krass und cool, aber ich meine, ich habe jetzt noch nicht nachgeholt, aber es müsste noch irgendwo bei 90.000 liegen, aber ist natürlich auch cool und reine Abonnenten ist auch cool und da wollte ich auch nochmal kurz was sagen und zwar, es gibt ja Leute, die immer sagen, oh, du bist so klickgeil, du bist so abogeil. Naja, welcher YouTuber, der Videos halbwegs regelmäßig hochlädt, ist denn nicht klickgeil? Ich meine, das ist doch der Sinn von YouTube. Wieso sollte man ein Video machen, was man im Internet publiziert, dass, wenn man dadurch, durch den Fakt, dass man es im Internet publiziert, will man doch, dass es viele Leute schauen, sonst würde man es ja nur unter privaten Leuten oder Freunden zeigen, aber dadurch, dass man es doch im Internet veröffentlicht, will man doch, dass viele schauen. Und wenn es dann viele schauen, dann findet man das doch gerade gut, weil das doch das ist, was man wollte. Also eigentlich, wenn man nicht klickgeil ist, dann muss man sich fragen, wieso man überhaupt YouTube macht. Also, wisst ihr, so wollte ich nur mal sagen, also genau wie Abogeil, weil das auch nochmal zeigt, dass viele das auch noch gleichzeitig gefällt. Also, ich finde es super, dass ich viele Abonnenten habe und ich sage das auch und wollte ich nur mal so sagen mit diesem Abogeil. Naja, auf jeden Fall, ich meine Schluss, ich habe genug gesagt, vielen Dank für die 300 Abonnenten, erwartet kein größeres Special und naja, dann bedanke ich mich fürs Ansehen und möge die Waschbemacht wie immer mit euch sein. Und wem die Changes wie die Karte oder das Tageslicht, das jetzt kommt, aufgefallen ist, der kann ja das dann sagen.